Hallo und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2019. Ich habe mir die ganze Sache noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ich denke, unsere Map-Wahl zusammen mit allem anderen war jetzt nicht unbedingt die beste. Weswegen wir jetzt einfach noch mal ganz ehrlich neu starten. Ich habe mir eine andere Map ausgesucht. Wir spielen auf Felsbrunn. Und starten direkt herein. Ich habe das Spiel einfach jetzt neu gestartet, gerade geladen. Das heißt, wir können uns jetzt das erstes Mal umsehen. Wir haben zum Anfang bereits diesen schönen Traktor, den Fendt Vaporit 511C, zusammen mit einer kleinen Sämaschine und einem Gewicht. Wir haben diesen Fiat 1300 DT in Gelb, zusammen mit einem Hänger. Und wir müssten, genau, einen New Holland. Den hatten wir tatsächlich auch im anderen Spiel. Das heißt, wir kuppeln hier als allererstes an. Ah, schade. Ich habe gehofft, wir könnten direkt loslegen. Können wir wohl nicht. Das heißt, wir nehmen uns als allererstes den anderen Favorit. Yay, wir haben sogar zwei. Schnappen uns den. Und legen hier direkt los mit Grubbern. Da wir jetzt aber schon wieder ein bisschen was haben, können wir uns... Boah, klingt ja geil. Können wir uns unseren Fiat nehmen. Irgendwo müssen auch unsere Silos stehen. Ich glaube, irgendwo hier hinten. Na, das sieht doch nach einem Silo aus. Das heißt, da fahren wir jetzt drunter. Normalerweise müssten wir was im Korntank haben. Was wir dann direkt wegfahren können. Schauen wir mal. Ja, hier schön drunter fahren. Haben wir doch nichts im Korntank? Schauen wir mal kurz. Okay, nee, wir haben... Doch, hier! Silo sind besetzt, da oben. Das ist der falsche. Das ist nicht unser Silo. Irgendwie, ne? Will er nicht. Probieren wir es aber gleich nochmal. Hier abladen. Wir haben ja nichts drin, ne? Steuerung Ise. Ne, ist ja leer. Kommt ja nichts raus. So, abladen beenden. Ich wollte jetzt einfach nochmal drunter. Sollte doch theoretisch funktionieren. Also ich bin mal wieder zu blöd. Das ist natürlich nicht unwahrscheinlich. Ah, jetzt Befüllung starten. Weizen, Gerste, Hafer. Sonnenblumen, Sojaboden, Mais. Gucken wir kurz nach den Preisen. Das dürfte Weizen sein. Was ist das? Das ist recht teuer. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir Hafer. Und gehen das verkaufen. Wo müssen wir denn da Schönes hin? Bahnstation Mühle. Getreidespeicher Ost. Wo ist denn das Getreidespeicher aus? Ist da unten. Und fahren wir da jetzt hin. Würde ich schon mal sagen. So, Abdeckung schließen, damit unser Hafer auch nicht nass wird. So. Dann fahren wir mal als allererstes unser Zeug weg. Okay, dann geht's jetzt hier nach links. Meet Full Gas. Mit 25 km/h.
verkaufen wir nämlich jetzt erstmal ein bisschen Getreide. Währenddessen können wir nämlich das Feld grubbern und danach auch gleich aussehen, sodass wir direkt starten können. Ziel ist es natürlich, schnellstmöglich größere Maschinen und vor allem auch schnellere Traktoren zu bekommen. Aber das dauert jetzt halt erstmal ein bisschen, ne? Hier ist ein kleiner See. Ah, hier ist es denn auch unser Händler? Hier müssen wir abbiegen. Am Händler vorbei. Sogar so ein bisschen aus. Ah, ne, das ist ja auch schon klar. Ich wollte gerade sagen, so eine kleine Werkstatt, aber ne. Da müssen wir links. Kommt nix. Ne, sieht gut aus. Dann biegen wir hier links ab. Immer noch am Händler vorbei. Wir haben sogar noch 99.000 Geld für den Start. Das ist schon mal ganz gut, aber ich glaube, wir haben auch noch einen fetten Kredit, den wir abzahlen müssen. So, unser Hänger ist zu 85% voll. Das heißt, da gehen so 12.000 rein jedes Mal. Das ist auch bald sinnvoll, einen größeren Hänger zu investieren, aber dafür brauche ich mir natürlich auch einen größeren Trecker, weil ich glaube nicht, dass dieser kleine Fiat sehr viel PS hat. So, jetzt sind wir auch gleich schon da im Getreidespeicher. Oh je, ein Kreisverkehr. Es gibt nichts. Dann rein da. Okay, nein. 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 Da müssen wir raus. Das sieht doch gut aus. Also wir müssen jetzt irgendwann gleich links, weil wir kommen jetzt gerade zur Kalkstation, da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen ja jetzt zum Getreidespeicher Ost. Das heißt, ich würde sagen, hier links hoch. Ja. Boah, das ist aber auch eine sehr breite Straße. Ich hoffe, uns kommt kein LKW oder sowas entgegen. Sonst hätten wir jetzt ein Problem. Ah, das sieht doch richtig aus. Ich glaube, das ist der Getreidespeicher Ost. Das ist wahrscheinlich einer, wo direkt mit dem Zug befahrbar wäre. Achso. Landwirtschaftssimulator 2019 wird es natürlich jetzt auch im Livestream geben. Sowohl auf YouTube als auch auf Twitch. Ich vermute mal sogar dieses Wochenende schon. So, langsam da drauf. Haha, wir können abladen. Und unser Kontostand wird immer größer. Nice. 4, 5, 6, 7, 8. Schaffen wir noch die 10? Nein! Wir schaffen die 10 nicht mehr. 9.390 Euro Einnahmen. Das heißt, theoretisch hat jedes Kilo einen Euro gebracht gerade. So, dann fahren wir wieder zurück zum Hof. Ja, mit Hänger fahren ist schwierig. Gibt es eine Abkürzung? Nö, gibt's nicht. Okay. Und wir sehen auch auf der Karte schön, wie sich unser Helfer bewegt. Gucken, dass kein Zug kommt. So, hier links wieder runter. Na gut, wir haben doch 8.48 Uhr laut im Spiel. Deswegen ist hier auch ein bisschen wenig Verkehr. Ich habe mich schon gewundert, wo die ganzen Autos sind. So. Wir brauchen dringend auf jeden Fall einen schnelleren Traktor. Können wir eigentlich gleich beim Shop mal halten. Mal gucken, ob wir uns direkt einen Traktor kaufen in der ersten Folge. Wobei, so schnell wie wir sind, wird das wahrscheinlich die zweite Folge werden. Da ist dann der Hafen. Zum Hafen Süd. Da ist, glaube ich, sogar ein Schiffchen. Gerade gesehen. Ja, das ist ein Schiffchen.
Wo fahre ich denn hin? So, also wir können uns merken, Kreisverkehr links, Getreidespeicher Ost. Ich habe Getreidespeicher West und... Nö. Oder? Nein. Okay. Dann hier einmal durch. Dann fahren wir noch einmal zum Shop und dann war es das auch für diese Folge. Ist hier nicht mehr so weit. Wo fahre ich eigentlich hin? Mit unserem Fiat. Sägewerk. Boah, ich habe tierisch Bock auf den Forstteil in dem Spiel. Tierisch Bock. So, dann kommen wir jetzt gleich zu unserem Händlerchen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. So, einmal im Kreisverkehr. Und dann biegen wir jetzt rechts zu unserem Shop ab. So. Und bei unserem Shop angelangt, beenden wir die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.